Die Lebenszahl ist eine wichtige Zahl aus der Numerologie, die dir deine Potenziale offenbart und dir zeigt, ob du deinem Seelenweg auch folgst. Wenn du deine Lebenszahl kennst, dann kannst du sehr viel über dich selbst erfahren, kannst über dich hinauswachsen. Und heute werden wir in diesem Video gemeinsam deine Lebenszahl berechnen. Ich habe gesehen, in vielen anderen Beiträgen wird die Lebenszahl falsch oder unvollständig berechnet und deswegen werden wir gemeinsam es hier richtig tun. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Damit du verstehst, wie wir die Lebenszahl berechnen, zeige ich es dir anhand von meinem eigenen Beispiel. Dazu schreibst du dir einfach dein Geburtsdatum auf. Bei mir ist es der 23.04.1990. Nun beginnst du all diese einzelnen Zahlen miteinander zu addieren und bildest einfach die Quersumme. Das sieht dann so aus und dann rechnest du die Zahlen zusammen. 5, 9, 10, 19, 28. Nun rechnest du weiter und addierst die beiden Zahlen. Dann kommt hier bei mir die 10 heraus. Und das machst du jetzt so lange, bis dann nur noch eine einzelne Ziffer übrig bleibt. Meine Lebenszahl ist also die 1 und was die bedeutet, werde ich dir ein bisschen später im Video noch erzählen. Was hier jetzt noch ganz wichtig ist zu wissen, viele sagen, okay, gut, es kommt jetzt nur auf diese eine Zahl an, aber es ist auch wichtig, was diese Zahlen hier davor bedeuten. Also was bedeutet die 10 und was bedeutet die 28, weil die sagt nämlich auch sehr viel über dich, dein Leben und deine Persönlichkeit aus. Merk dir also nicht nur hier diese Lebenszahl, sondern auch die Wurzelzahlen. Das sind hier die Zahlen davor. Stoppe am besten jetzt dieses Video und berechne deine Lebenszahl genau auf diese Weise. Und einige von euch werden sich jetzt wahrscheinlich denken, was für ein Humbug, wie kann mein Leben denn von einer einzelnen Zahl abhängen? Aber seht es so, Zahlen sind Muster, Zahlen sind analytische Beschreibungen, um unsere Welt und das Universum genauer zu verstehen, genauer nachvollziehen zu können, was da passiert. Zahlen sind Schwingung, Zahlen sind Energie und was unsere Seele zu dem Zeitpunkt, als sie auf die Welt gekommen ist, ausgesucht hat, ist das exakte Datum und die exakte Zeit, wann wir hier auf dieser Erde gelandet sind. Das ist die Zahl, die wir uns nicht selbst aussuchen konnten. Das ist das Potenzial, das uns vorgegeben wurde, mit dem wir auf die Welt gekommen sind. Und das drückt genau die Lebenszahl aus. Lass mich kurz erklären, was die einzelnen Lebenszahlen bedeuten. Personen mit der Lebenszahl 1 gelten als besonders zielstrebig und selbstbewusst. Sie haben ihr Ziel klar vor Augen und werden von den anderen als aufrechte Menschen wahrgenommen. Kommunikation und Mut sind wichtige Werte. 1 ist auch der Anfang und bedeutet Einheit, Erkenntnis und Vollkommenheit. Zu ihren weiteren Potenzialen gehören Willensstärke, starke Persönlichkeit und eine Siegermentalität. Werden diese Potenziale nicht ausgeschöpft, blockiert das den Erfolg. Daraus entstehen Gefahren wie starke Ich-Bezogenheit, Schüchternheit oder Dominanz. Man strebt zu sehr nach Bestätigung und Anerkennung und wird immer mehr zum Einzelgänger. Die Lebenszahl 2 sagt aus, dass eine Person ein hohes Einfühlungsvermögen und intuitive Fähigkeiten besitzt. Sie sollten also ihrer inneren Stimme folgen. Diese Personen blühen auch in Partnerschaften so richtig auf, sind sehr hilfsbereit und haben ein starkes Wir-Gefühl. Eventuelle Schwächen zeigen sich durch Zweifel, Wankelmut oder Suchtverhalten. Auch die extreme Feinfühligkeit kann zum Problem werden. Wer die Lebenszahl 3 besitzt, ist besonders charmant, aufgeschlossen und gesellig. Sie haben ein Faible für Heilung und Selbstausdruck, sind schnelle Denker und haben eine enorm schnelle Auffassungsgabe. Diese Personen können als wahre Lebenskünstler mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen. Starre Routinen sind jedoch nicht so ihre Stärken. Auch Eitelkeit und Geltungsdrang können Konflikte verursachen. Durch ihre hohe Eigeninitiative verzetteln sie sich leicht.
Personen mit der Lebenszahl 4 sind äußerst praktisch veranlagt. Sie sind sehr geerdet, penibel und bodenständig und mögen einen geregelten Ablauf. Ausdauer und Disziplin zählen genauso zu ihren Stärken wie Sicherheit. Grundsätzlich fangen sie Dinge an und bringen sie auch zu Ende. Mit Veränderung und Risiko tun sie sich jedoch recht schwer, da sie sich gerne in Sicherheit befinden. Oft fällt es ihnen schwer, ihren geregelten Ablauf zu verlassen und verpassen so einige Chancen, etwas Neues zu kreieren. Als Kopfmenschen streben sie stets nach Perfektionismus. Die Lebenszahl 5 beschreibt Personen, die sehr neugierig sind, gerne verreisen und Neues ausprobieren. Sie lieben Abenteuer und sind äußerst experimentierfreudig. Durch ihre Offenheit und Sprachgewandtheit können sie Probleme sehr gut meistern. Ihr starker Freiheitsdrang kann aber auch zu einer gewissen Rastlosigkeit führen. Da sie von ihrer inneren Unruhe getrieben sind, können sie manchmal sehr impulsiv sein. Manchmal können sie auch ängstlich und nervös reagieren und wollen ihren eigenen Kopf durchsetzen. Die Lebenszahl 6 ist für Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind. Am besten funktionieren sie also in Partnerschaften und intakten Familien. Sie streben nach Frieden, Harmonie und Liebe. Sie sind äußerst sensibel und entschlossen. Generell besitzen sie eine große Hilfsbereitschaft. Konflikte jedoch werden gezielt vermieden. Oft machen sie sich unnötig Sorgen und können verurteilend und besitzergreifend sein. Da sie grundsätzlich eine liebevolle Umgebung benötigen, können sie oft verletzt werden. Wer die Lebenszahl 7 besitzt, ist sehr intelligent und kompromisslos. In ihnen schlummert ein großer Drang zur spirituellen Entfaltung sowie ein Gerechtigkeitssinn. Mystik und Lebensfülle ist ihr Ziel. Ihre Hilfsbereitschaft führt nicht selten zu einem Beruf in der Pflege oder Medizin. Durch Fehlentscheidungen können sie oft emotional verletzt werden und neigen zur Einsamkeit. Dadurch können sie aus Selbstschutz eigensinnig werden und lassen sich nur ungern etwas sagen. Nicht selten kann sich daraus sogar eine emotionale Phobie entwickeln. Die Lebenszahl 8 beschreibt Personen, die dem Leben vertrauen. Mit Logik und ihrem Orientierungstalent und Geschäftssinn sind sie die geborenen Unternehmer. Mut, Macht und Stärke sind ihre täglichen Begleiter. Durch ihre innere Kraft können sie hart und unnachgiebig sein. Dadurch können sich aber auch Beziehungsschwierigkeiten entwickeln. Kontrolle und depressive Gedanken können hier die Ursache sein. Oft tun sie sich schwer, ihre Talente auch wirklich umzusetzen, da sie sich leicht von außen verunsichern lassen. Die Lebenszahl 9 drückt ein hohes Verantwortungsbewusstsein aus. Personen mit dieser Zahl beweisen außerordentliche analytische Fähigkeiten, gehen den Dingen auf den Grund und entwickeln so viel Weisheit. Sie analysieren und sind kopfgesteuert. Durch ihren wachen Verstand bieten sich ihnen viele Möglichkeiten im Leben. Dennoch müssen sie auch lernen, sich abzugrenzen. Dies zeigt sich oft durch Überforderung und Ungeduld. So müssen sie aufpassen, nicht in Selbstmitleid zu verfallen. Die Lebenszahl 0 kann zwar nicht als Endsumme herauskommen, sie kann aber in der Wurzelzahl vorkommen. Und wieso das auch wichtig für die Deutung unserer Lebenszahl ist, erkläre ich gleich noch. Menschen mit der Zahl 0 besitzen ein außerordentlich gutes Gedächtnis und lieben auch Herausforderungen. Geborgenheit und Schutz sind ihre ärgsten Begleiter. Manchmal fallen sie daher aber auch zu sehr in die Abhängigkeit, da sie aufopfernd darum kämpfen, diese Sicherheit zu bewahren. Okay, nun kennst du deine Lebenszahl, weißt, was sie bedeutet, wo deine verborgenen Potenziale stecken und was du vielleicht in deinem Leben noch erforschen kannst, nochmal gucken kannst, ja, was hast du denn noch nicht ausprobiert und wo stecken vielleicht wirklich verborgene Talente, verborgene Potenziale, Möglichkeiten. Aber das ist jetzt noch keine vollständige Analyse, denn wichtig ist auch noch die Wurzelzahlen anzuschauen. Das sind die beiden letzten Zahlen, die herauskommen, wenn du deine Lebenszahl berechnest. Und die sagen auch noch einiges über dich aus. Die erste bzw. die linke Ziffer der Wurzelzahl sagt viel über deine innere Welt aus, wie du dich da fühlst und ja, was auch deine unbewussten Potenziale so sind. Dann die zweite Zahl, die rechte Zahl, sagt viel über deine äußere Wirkung, also deine Außenwelt auch aus. Also schau dir die Bedeutung der Lebenszahlen, die ich vorher genannt habe, auch nochmal etwas genauer an und wisse,
dass diese Bedeutungen auch mitschwingen mit zu deiner Lebenszahl. Jetzt würde es mich wahnsinnig interessieren, was deine Lebenszahl bzw. Wurzelzahlen sind, wie stark das auf dich zutrifft und ob du nicht vielleicht selber auch jetzt eine Inspiration bekommen hast, was du in deinem Leben vielleicht noch ändern, erforschen möchtest. Und ja, schreib's unten in die Kommentare. Ich freue mich, davon zu lesen. Es gibt auch noch ein paar Besonderheiten, und zwar gibt's auch noch die Meisterzahlen. Also wenn die zwei Wurzelzahlen beispielsweise die gleiche Zahl haben, also 1, 1, 2, 2, 3, 3, das hat auch nochmal eine besondere Bedeutung. Oder wenn eine Zahl in deinem Geburtsdatum sehr häufig vorkommt, beispielsweise die 9 oder so. Das hat auch nochmal eine tiefe Bedeutung, und wir haben einen ganz tiefen Artikel dazu verfasst. Ich verlinke ihn dir einfach unten nochmal in der Videobeschreibung. Da kannst du alles nochmal ein bisschen genauer und tiefer nachlesen. Und noch eine wichtige Sache, die unbedingt erwähnt werden muss. Versuche dich nicht zu stark auf diese Zahlen zu versteifen. Denn sie sagen zwar was über deine Stärken und auch deine Schwächen aus, aber sie können auch ein bisschen dazu verleiten, dass sie dann sagen, ah ja, okay, ich bin ja so, das ist ja meine Schwäche und ich kann nichts dagegen tun. Das stimmt nicht. Du kannst an dir arbeiten, du kannst diese Potenziale aus dir herausholen und du kannst auch genau diese Schwächen meistern. Um das geht's auch hier, und wichtig ist auch hier an dieser Stelle zu verstehen, wie funktioniert das Universum? Wie kann ich tatsächlich das Beste und das Meiste aus mir hervorholen? Wie kann ich mein Schicksal so verändern und so verbiegen, dass ich selber Architekt meines eigenen Lebens werde? Dazu habe ich einen kleinen Minikurs erstellt, den verlinke ich dir auch unterhalb des Videos. Dort lernst du die hermetischen Gesetze kennenlernen und verstehst, wie das Universum beginnt, für dich zu arbeiten, anstatt dass es gegen dich arbeitet. Genau, lerne die 7 hermetischen Gesetze kennen, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, indem wir unser Bewusstsein weiter entfalten und unserem Higher Mind einen Schritt näher kommen. Ciao.